Supernatural ist super, kann man eigentlich immer gucken. Und Monopoly ist auch super, kann man eigentlich immer spielen. Und wenn man jetzt beides zusammenhaut, dann bekommt man das Supernatural Monopoly. Und das zeige ich euch heute. Das gibt es aktuell exklusiv bei Elbenwald. Und das möchte ich unbedingt dazu sagen, das ist komplett auf Deutsch gehalten. Finde ich nicht selbstverständlich. Ganz oft ist bei den Lizenzthemen ja so, dass das irgendwie nur in englischer Sprache vorliegt. Und hier ist das ausnahmsweise mal nicht so. Ansonsten bekommt ihr hier das Monopoly-Spielgefühl, wie man es halt kennt. Ja, Spielablauf ist prinzipiell gleich, aber thematisch angepasst an Supernatural. Es gibt hier keine Straßen, sondern Dämonen. Und auch keine Hotels, sondern... Sie sehen ehrlich gesagt so aus, sind die gleichen Spielfiguren, aber hier sind es halt Verstecke oder schäbige Motels. Und wir haben nicht die klassischen Ereigniskarten, sondern Männer der Schriften und Kuchen, weil ohne Kuchen würde das Ganze natürlich nicht funktionieren. Das Ganze ist wirklich schön gestaltet, ja, es passt alles so zusammen. Und natürlich gibt es auch 6 Spielfiguren dazu, weil es wäre kein schönes Monopoly, wenn die nicht auch thematisch angepasst werden würden. Und das war's eigentlich. Viel mehr muss man hier nicht erklären. Ihr kennt Monopoly, ihr wisst, wie das funktioniert und deswegen könnt ihr hier auch direkt losspielen. Zum Schluss noch die Frage an euch, wenn ihr mit einer Person eurer Wahl Monopoly spielen könntet, ja, egal ob real oder fiktiv, tot oder lebendig, alles ist erlaubt, wen würdet ihr wählen? Mit wem würdet ihr gerne mal eine Runde zocken? Schreibt's in die Kommentare. Ihr müsst euch übrigens auch nicht auf eine Person beschränken, ihr könnt auch 6 Leute nehmen, weil man das ja mit 2 bis 6 Spielern spielt. Moment, nee, könnt ihr natürlich nicht, weil das können ja nur 2 bis 6 Spieler spielen. Ihr wollt ja noch mitmachen, also dürft ihr maximal 5 Leute in die Kommentare schreiben. Ich mach's schon wieder so, kommt, ihr wisst das schon. Alles gut. Reicht jetzt. Jetzt ist Tatsache was in der Box umgefallen. Egal. Hold. Oh.